Grüße euch zum Frauenwochenorakel vom 1. bis zum 7. August 2016. Entschuldigt bitte, dass ich so viele Videos hochgeladen habe, aber ich muss definitiv meinen Rechner leeren und habe jetzt eine bessere Leitung und dann muss ich keine 3-4 Tage warten, bis ein 5-minütiges Video hochgeladen ist und habe gedacht, Ausschluss fertig, bevor ich die ganze Arbeit von letzten Jahr umsonst war, habe ich jetzt alles hochgeladen. Ich hoffe, die Abonnenten, die ich jetzt verloren habe, kommen wieder zurück. nichtsdestotrotz, ja. Wir haben hier neue Karten mitunter dabei. Und die werde ich euch mitunter auch noch vorstellen. Ich habe jetzt auch eine höhere Auflösung. Ich hoffe, ich bin jetzt mehr zufrieden wie die ganze Zeit und dass es auch schneller hochgeladen ist. Okay. Für die Legung habe ich einmal für die erste Legung den Bergkristall ausgewählt. Noch ein bisschen ungeschliffen, ziemlich roh. Ja, hat noch so ein paar Kanten. Also zur Not könnte mir hier noch ein bisschen Fleisch schneiden oder so, ja. Okay. Und bei der zweiten Legung habe ich den Sodalith ausgewählt. Und für die dritte Legung den grünen Malachit. So. Wie immer fangen wir mit der spirituellen Geldbewusstseinskarte an von Thorsten Weiß. Ich verdiene Reichtum in allen meinen Beziehungen. Ich denke, das hört sich gut an, oder? Das kann man so stehen lassen. Das Prinzip, dass andere Menschen dich mehr bereichern als Geld, kannst du natürlich auch auf deine Beziehungen anwenden. Je mehr du deine eigene Vollkommenheit entfaltest, desto unabhängiger wirst du von Dingen im Außen und desto weniger sind deine Beziehungen auf dem Prinzip des Tauschgeschäftes aufgebaut, sondern sie erreichen eine neue Evolutionsstufe. Du bist vollkommen und benötigst nichts mehr. Du kannst dich also in einer Beziehung zu einem Partner oder einer Partnerin nur noch auf das Sein konzentrieren und erlebst dadurch eine ganz neue Form des Reichtums. Wenn zwei Menschen selbst 100% sind, weil du sie aus sich und ihrer eigenen Kraft heraus leben und deine Beziehung eingehen, dann treffen 100% auf 100%. Und daraus werden nicht nur 200%, sondern viel mehr. Auch hier gilt die Formel der neuen Bewusstheit: öffne dich für diesen Reichtum in deinen Beziehungen und erlebe ihn. Okay, und die Krafttierkarte fürs Frauenwochenorakel wäre hier der Buchfink. Er steht für Ordnung. Dein Alltag ist auf irgendeine Weise in Unordnung geraten. Schaffe innerlich und äußerlich Ordnung und du erlangst wieder einen klareren Blick auf deinen Lebensweg. Affirmation
Äußere und innere Klarheit verschaffen mir Zugang zu meinem Lebensfluss. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mit der ersten Legung an, mit dem Bergkristall. Welche Göttin haben wir denn hier? Durga, Grenzen. Reitet die Göttin auf dem Tiger. Yeah. Bedeutung der Karte. Du hast Durga in dein Leben gerufen, damit sie dir hilft, klare Grenzen zu setzen. Was lässt du zu dir durchdringen? Was du lieber draußen lassen solltest? Wie beschützt du dich, dein Leben, deine Zeit? Ist der Satz, nein, das geht jetzt nicht, ich muss mich gerade um mich selbst kümmern, Bestandteil deines Wortschatzes? Hast du das Gefühl, dass andere alles bei dir abladen? Verlierst du öfter das innere Gleichgewicht, weil du gibst und gibst und gibst, so lange, bis so nichts mehr für dich übrig bleibt? Durga ist zu dir gekommen, um dich dabei zu unterstützen, klare Grenzen, um deinen dir eigenen Raum zu ziehen und sie durchzusetzen. Klare Grenzen zu ziehen ist eine Handlung der Liebe zu dir selbst. Wenn du diese Grenzen nicht setzt, verstehen andere dich als grenzenlos und überhäufen dich mit Forderungen. Niemand kann ohne Grenzen leben. Wir alle haben unsere wunden Punkte und sind verletzlich. Deshalb haben wir das Bedürfnis, bei bestimmten Gefühlen vorsichtig und einfühlsam behandelt zu werden. Durga sagt dir, dass Grenzen lebenswichtig sind, weil sie anderen zeigen, wer du bist und wo du stehst. Okay. Also hier definitiv Grenzen ziehen. Kommen wir zur beruflichen Karte. Hier haben wir das Universum vom Aleister Crowley Tarot. Ich finde es sehr schön gemacht. Sehr schöne Karte. Die Karte bedeutet Erfolg. Das Erreichen eines Ziels oder zumindest die Gewissheit, dass neu in Angriff genommene Projekte zu einem guten Ende führen. Dazu kommt die harmonische Übereinstimmung zwischen äußeren Aktivitäten und inneren Lebenszielen. Im beruflichen Erleben heißt das, dass wir den Platz gefunden haben, an dem es unsere Aufgabe sein wird, unsere Berufung zu erkennen, auf der Ebene einer inneren Erfahrung zeigt diese Karte, dass wir einen bedeutenden, vielleicht sogar den entscheidenden Schritt zur Selbstwerdung, zu wahrer Authentizität und Ganzheit gemacht haben. Auf der Ereignisebene steht sie für glückliche Zeit, in denen wir offen und voller Lebendigkeit unser Dasein genießen,
Sie kann auch bedeuten, dass wir internationale Kontakte pflegen oder reisen. Na, dann bin ich mal gespannt. Okay. Da ich mir Anfang des Jahres schon Kipperkarten bestellt habe und ganz fasziniert bin, weil meine Mutter schon je länger Karten legt, war ich dann doch etwas aufgeschmissen. Und bevor ich mir hier jetzt ein Buch gekauft habe, habe ich mir die Kipper-Lernkarten bestellt. Und ich finde es sehr interessant, was hier mitunter auch steht. Wir haben hier den Diebstahl, Verlust, Heimlichkeiten, Energieräuber, ja. Personendieb, negative Person, jemand, den man noch nicht kennt, Tiere, Katzen, Liebe, Heimlichkeiten, Selbstbetrug. Ja, vielleicht auch, wenn man sich hier ein bisschen was vormacht mitunter, ja. Und Arbeitspensum reduzieren, Kündigung, ja, also hier nicht zum Workaholic werden, Körperenergieverlust, gesundheitliches Verhalten, Eigenschaften heimlich vermindert Negativität, Zeit geht verloren, Verzögerungen nachts. Diese Karte sagt, dass etwas weggenommen wird, positiv wie negativ. Sie fordert auch auf, sich ehrlich zu hinterfragen, ob man eventuell dabei ist oder vorhat, jemand etwas wegzunehmen. Ja, normalerweise wäre mein OP-Termin zehnmal Kalkschulter schon längst hinter mir. Doch Borreliose hat mir definitiv einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich warte immer noch auf das neue Blutergebnis, ob ich da endlich das Ganze auch angehen kann. Also Verlust dieser Borreliose in meinem Körper, ja. Oder der Kalk in meiner Schulter, der mich in meiner Bewegung einschränkt, wäre ich doch sehr erleichtert. Und die Energie hat's mir definitiv geraubt. Ja, aber nichtsdestotrotz, vielleicht hat man ja auch hier Glück, ja. Und könnte dann sagen, ja, also hier die Nachtarbeit wird definitiv eventuell auch wegfallen, ja. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das Wochenorakel für die nächste Woche dann auch schon steht. Ja, ich muss mal gucken, wie sich das hier in den nächsten Tagen dann auch weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz, also toi toi toi, ne? Also wenn das Borreliose-Ergebnis kommt und es ist weg, ich muss kein Antibiotika mehr schlucken, dann mache ich einen Luftsprung. Definitiv. Ansonsten, ja, wird es dann mit den Ärzten ein bisschen kritisch, weil die alle gar in Urlaub sind. Okay, schauen wir mal weiter. Was sagt denn die Liebeskarte dazu? Gefühle. Kennen Sie Ihre wahren Gefühle? Diese Karte erinnert Sie daran, dass das Wissen um die eigenen Gefühle wichtig für gesunde Beziehungen ist. Gefühle sagen, was zwischen uns und dem Partner vorgeht, was wir wirklich wollen und brauchen. Sie werden oft von anderen Emotionen überlagert. Vielleicht wollen Sie Ihre Gefühlsschichten Stück um Stück abtragen. Unter Trauer und Depression kann sich Wut verbergen oder die Aggressivität überdeckt einen Schmerz, den man sich nicht eingestehen mag. Was immer Sie in sich entdecken,
Versuchen Sie, es nicht zu analysieren. Sie müssen Gefühle nicht ausleben, sondern nur fühlen, ohne groß darüber zu reden. In dem Augenblick, wo Sie Ihre Gefühle anerkennen, können Sie auch wieder verschwinden. Ja? Also auch so zu den eigenen Stärken und Schwächen zu stehen, ja, die man hier auch hat. Und okay. Was möchte uns die Amors Botschaft hier mitgeben? Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tue das, was für dich richtig ist. Und da kommen wir zum neuen Kartendeck. Ach, das hat meine Mutter auch. Muss das auch haben. Jetzt ist es endlich da. Gestehe dir deine wahren Gefühle ein. Sei ehrlich mit dir selbst. Nur du weißt, was du wirklich möchtest. Okay. Diese Karte zeigt an, dass du vor dir selbst irgendetwas verheimlicht hast. Was ist es? Deine Gefühle sind wahr und richtig und sie versuchen, dich aufmerksam zu machen. Gesteh dir jetzt im Augenblick deine tiefsten Gefühle ein. Es ist nichts Bedrohliches daran, wenn du dir selbst gegenüber aufrichtig bist. Deine echten Gefühle bilden den Kompass, der dir die richtige Richtung weist und dich zu den Antworten führt, die du suchst. Vertraue darauf, dass alle Veränderungen, die du vornehmen wirst, harmonisch vonstatten gehen. Du wirst am Ende froh sein, dir deine eigenen Gefühle eingestanden zu haben. Zusätzliche Bedeutung der Karte. Gestatte anderen Menschen, dich wirklich kennenzulernen. Bewahre deine Integrität, indem du den Weg folgst, den du als den richtigen erkennst oder erspürst. Sei du selbst. Sieh deinen Ängsten geradewegs ins Auge. Und dein Engel für diese Woche, Eldor, der mutige Kampf. Puh. Diese Karte fordert Sie heraus. Kämpfen Sie für neue Ziele. Eldor-Zeit ist Kampfzeit. Sei es, dass der Kampf in ihnen selbst tobt. Wichtig, nur ein Kampf aus tiefer Überzeugung für eine Sache bringt den Sieg. So wie sie gegen etwas kämpfen, wird ihnen die Kraft, aber vor allem der wirklich beglückende Sieg genommen. Und bleiben sie fair und gerecht, verzichten sie auf unlautere Waffen, Siege, die mit den Mitteln des Drucks oder der Angst erzwungen werden, sind nicht von Dauer. Andererseits können sie jetzt auch von anderen angegriffen werden, wehren sie sich, aber starten sie keinen Gegenangriff. Und hüten sie sich vor Hass und Zorn, sie reißen sie nur zu Schlägen hin, die sie später bereuen. Mögliche Gefahr, hitzköpfig auf alles einzuschlagen, was sich ihnen in den Weg stellt. Eldor hilft ihnen, einen Kampf mit fairen Mitteln auszutragen und den verdienten Sieg zu erringen.
Tageskarte. Lassen Sie sich nicht zu schnell aus der Reserve locken. Zeigen Sie, dass Sie ein ernstzunehmender Gegner sind. Geben Sie einen wohlverdienten Platz nicht kampflos auf. Okay, kommen wir zum Sodalith. Welche Legung, welche Göttin hätten wir denn bei der zweiten Legung? Marve, die Verantwortung. Marve schreitet kühn in dein Leben und fordert dich heraus, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Es ist Zeit, dass du Königin deines Reiches wirst, indem du dir all dessen, was du tust, was du bist und was du glaubst, gewahr wirst und dann dafür die Verantwortung übernimmst. Gibt es Stellen in dir, die so unsicher sind wie unerforschtes Gewässer? Scheinst du dein Leben wie ein Automat zu leben, als ob du von jemand anderem programmiert worden wärst? Vielleicht hast du dich einfach in eine bestimmte Situation hineintreiben lassen, anstatt herauszufinden, ob das Richtige für dich ist. Oder bist du nicht bereit, deinen Anteil an einer bestimmten Situation zu sehen, wahrzunehmen, wie sehr du selbst diese Situation oder Beziehung geschaffen hast. Marve erinnert dich daran, dass auf deinem Weg zur Ganzheit Verantwortung für dein Leben übernehmen musst, egal wie es aussieht. Denn nur wenn du anerkennst, wer du bist, was du bist und wo du stehst und dich dafür verantwortlich fühlst, kannst du etwas Neues erschaffen. Okay, und deine berufliche Situation, das sieht sehr interessant aus. Die 5 Kelche und jetzt sehe ich es nur nicht. Enttäuschung. Ach so. Ja, 5 Kelche, ähnlich wie die 4 Kelche. Siehst du gerade nicht, was dir gereicht wird? Im beruflichen Leben steht die Karte für Enttäuschung und Schmerz angesichts eines gescheiterten Projekts. Sie kann bedeuten, dass wir Prüfungen nicht bestehen, unsere Bewerbungen ablehnen werden oder Geschäfte, von denen wir uns viel erhoffen, mit Verlust endet. In diesem Zusammenhang kann sie eine Aufforderung sein, zu prüfen, ob unsere Ziele und Vorgehensweise auch mit unseren Grundsätzen im Einklang waren oder ob sie überholt oder vielleicht unlauterer fragwürdig geworden sind. Ja, also ich hoffe mal nicht, dass ihr euch hier in die letzte Woche oder ja auf unlautere Machenschaften einwickeln ließet oder gelassen habt. Ja, und schauen wir einfach mal weiter. Ne? Wäre ja jetzt, ich denke, dass es nicht ganz so schlimm ausfällt. Ne? Mal schauen, was die Kipperkarte dazu sagt. Was haben wir denn hier? Die Hauptperson. Hm.
Ich muss es rumdrehen. Ich sehe das so nicht. Also, diese Karte steht stellvertretend für eine Frau, die sich selbst die Karten legt oder für welche die Karten gelegt werden. Person, Fragestellerin oder ein Mann, emotional am nächsten stehende Frau, weibliche Person. Tiere, Aras und Flamingos. Liebe, Partnerin, Wunschpartnerin. Die Familie, Ehefrau und Mädchen. Eigenschaften sind weiblich. Eigenschaften der Fragestellerin ergeben sich durch umliegende Karten. Wichtig. Diese Karte kann das Thema Frauen an sich repräsentieren oder für eine weibliche Person stehen. Im großen Blatt liegt sie in der Blickrichtung die Zukunft und im Rücken die Vergangenheit. Ja, nicht sehr aufschlussreich. Hast du vielleicht einer Frau vertraut oder einer Dame und gedacht, das könnte hier auch funktionieren? Schwer. Thema Liebe. Na, das ist doch wenigstens was. Hier haben wir die Harmonie. Also zumindestens im familiären Bereich haben wir die Harmonie. Kennen Sie das Geheimnis der Harmonie? Es besteht darin, Spannungen und Konflikte aktiv zu lösen, statt den Dingen ihren Lauf zu lassen. Wer um des lieben Friedens willen nachgibt, oder faule Kompromisse schließt, erschafft genau das Gegenteil. Die zugrunde liegenden, nicht ausgedrückten Emotionen können eine Beziehung regelrecht abtöten. Eine lebendige, gesunde Beziehung blüht durch Augenblicke des Kontrasts und Spannung und deren Auflösung auf. Aus den Augenblicken der Herausforderung lernen wir und wachsen. Wenn in Ihrer Beziehung gerade Spannung herrscht, ermutigt die Karte Harmonie Sie, die Widersprüche und Konflikte direkt anzuschauen. Hören Sie einander ständig zu. Reagieren Sie angemessen darauf. So entsteht ein lebendiger Prozess, der eine weitere Lösung ermöglicht. Ja, also, wie sage ich dann manchmal? Ja, mein Ex hat immer gesagt, ja, Streit ist das Salz in der Suppe, ja. In der Beziehung, da müssen auch mal die Fetzen fliegen, man muss auch mal auf den Tisch schauen können und ja, nicht so sich nicht alles gefallen lassen. Ja, jeder sollte hier auch seine eigene Identität bewahren. Ja? Okay. Und Amors Botschaft, Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Deine Feenkarte, zeige deine Individualität. Lasse dein wahres Selbst leuchten, denn du bist wirklich beeindruckend. Diese Karte hast du gezogen, weil du dir Sorgen machst, ob du in der Gesellschaft akzeptiert wirst.
Die Feen möchten deine Einzigartigkeit feiern. Denn für sie bist du entzückend und vollkommen gerade so, wie du jetzt bist. Die Feen lieben deine Kreativität. Verbiege oder unterdrücke nicht dein wahres Selbst, nur um die Zustimmung oder Anerkennung anderer Leute zu erringen. So zu tun, als ob alles funktioniert, ohnehin nicht. Du wirst nie alle zufriedenstellen. Freue dich lieber daran, authentisch und ganz du selbst zu sein und vertraue darauf, dass Menschen auf derselben Wellenlänge von dir angezogen werden. Zusätzliche Bedeutung der Karte: Zieh dich so an, wie es dir Freude macht. Vertraue deinen kreativen Ideen und Visionen und verfolge sie. Steh zu deiner Wahrheit und sprich sie auch aus. Schließe dich einer Gruppe von Menschen an, um gemeinsam Lebensfreude auszudrücken. Drücke deine Kreativität in Form eines künstlerischen Projekts oder einer neuen Geschäftsidee aus. Ja, warum nicht? Auf jeden Fall farbenfroh, mit viel Elan hier auch raus und du bist ein wunderschöner Schmetterling, der richtig leuchtet. Toll. Dein Engel für diese Woche? Nagada, der Wandel. Vorsicht, Sackgasse. Das Schicksal ruft sie wehe mit zur Umkehr und Wandlung auf. Sie sollen ihr Handeln überdenken und eine Richtung einschlagen, die ihre seelisch-geistige Entwicklung wirklich fördert. Verzichten Sie auf übertriebenen Luxus und ungesunde Lebensführung, sonst drohen in nächster Zeit herbe Verluste. Sie sollen schlechte Gewohnheiten aufgeben und aus Ihren Fehlschlägen lernen. Ihr Leiden ist die bittere Medizin, mit dem Ihr höheres Selbst, das fehlgeleitete Ich, heilt. Beschäftigen Sie sich mit den Dingen, die Sie aus Bequemlichkeit oder Angst immer wieder vor sich hergeschoben haben. Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Handeln und geben Sie eine Sache auf, die Ihnen über den Kopf zu wachsen droht. Mögliche Gefahr: Sklave eigener oder fremder Launen zu werden. Nagania hilft Ihnen durch die Krise und zu der Erkenntnis, dass Fehler durch das Beseitigen der Ursache eigenes Fehlverhalten vermieden werden können. Nehmen Sie für Ihr Glück Unbequemlichkeit in Kauf, nichts erzwingen. Okay, kommen wir zur dritten Legung. Hier haben wir die Maisgöttin, die Nahrung. Die Maisgöttin schenkt dir ihre Zuwendung mit der Nahrung, die du zu dir nimmst. Essen ist eine heilige Handlung, denen etwas Lebendiges stirbt, weil du es in dich aufnimmst. Hierbei ist es egal, ob du die Tiere, die du isst, selbst jagst und tötest
oder ob du dein Gemüse im Supermarkt kaufst. Es ist ein Teil der menschlichen Existenz, dass sie, um leben zu können, Sterben verursacht. Essen als lästige Pflicht zu behandeln, als etwas, das man vermeidet oder fürchtet, würde bedeuten, das Geschenk der Liebe der Maisgöttin, der Tiere und der Pflanzen zu verunglimpfen. Hast du Angst vor dem Essen? Hast du das Gefühl, schon Gewicht zuzulegen, wenn du dir Essen nur anschaust? Bist du in deinem Alltag so gestresst und so beschäftigt, dass du dich mit viel wichtigeren Dingen beschäftigen musst als mit deiner Nahrung? Kann es sein, dass du andere mehr nährst als dich selbst? Hast du zum Essen eine Liebe-Hass-Beziehung? Essen ist eine wesentliche Handlung auf dem Weg des Sich-Nährens und der Ganzheit. Die Maisgöttin fordert dich auf, eine gesunde Beziehung zu deiner Ernährung zu entwickeln. Also du brauchst jetzt keine Bikini-Figur, um ins Schwimmbad gehen zu können. Ja, also ich finde das sehr bewundernswert, wenn Menschen, die auch ein bisschen was auf den Hüften haben, ja, hier ins Schwimmbad reingehen und die sind auch nicht alleine, ja. Da gibt's kein dummes Rumgestenker oder Dummgelaber. Ich finde das einfach toll, ja. Wenn ich da jetzt an 2, 3 Freundinnen denke, die sind ein Drittel von denen, die sich hier ins Schwimmbad trauen, ja, und ach, da und da und da und da. Nee, so, ja, meine Güte, ja, wir werden doch alle nicht jünger. Und irgendwann, es wäre doch schlimm, wenn jeder dieselbe Figur hätte. Also ich wollte da kein Schneewittchen sein, kein Arsch, kein Tittchen, sieht aus wie Schneewittchen, tut mir wirklich leid. Ja, also da hab ich bin stolz auf mein Hüftgold, das ist alles bar bezahlt und anders wollte ich nicht sein. Also da hätte ich, weiß nicht, also ansonsten hätte man vielleicht gar keine Taille oder ja, ne, so, es gibt Männer, die stehen einfach auf Frauen, die ein gebärfreudiges Becken haben, ja, und weiß nicht. Ich habe nichts gegen dünne Menschen, ja, aber wenn ich jetzt einen Mann hätte, der so dünn wäre wie Haut und Knochen, ich hätte Angst, er würde mir auseinanderfallen, wenn ich ihn anfasse. Tut mir leid. Ja. Und wenn du hier tatsächlich Probleme mit dem Essen hast, dass du sagst, ja, hier, ich gibt ja auch so sehr junge Menschen, die sowieso schon so dünn sind, ja. Und wie nennt man diese Krankheit nochmal, wo man dann ständig erbricht? Bulimie, glaube ich. Ist das Bulimie? Ja, dann sollte man hier sich vielleicht auch mal ärztlichen Rat aufsuchen, dass man hier das Essen auch wieder zu schätzen weiß und genießt. Wie dann, wenn es dir nicht süß genug ist, mach einfach noch einen Spritzer, noch Zucker dran und ja, es gibt so viele unterschiedliche Formen, wo man sich auch behelfen kann und ja, also man ist doch richtig grantig. Also ich zumindest, wenn ich nichts gegessen habe. Und dann kann man mit mir nichts anfangen. Vor allen Dingen morgens nicht, ne? Also geht mir besser aus dem Weg. Okay. Machen wir mal weiter, ne? Die berufliche Situation in dieser Woche. Hier haben wir die 7 Schwerter. Die Ver
Vergeblichkeit. Im beruflichen Umfeld bedeutet die 7, dass wir Gefahr laufen, getäuscht oder betrogen zu werden. Oder selbst auf unsauberen Wegen versuchen, Geschäfte zu machen und Vorteile zu erlangen. Die fragwürdigen Künste der Heuchelei, Verschlagenheit und Gerissenheit sind dabei tonangebend. Oder andersherum ausgedrückt. Diese Karte zeigt den dosierten und diplomatischen Einsatz von Schleue, Gerissenheit und Mogeleien, die zum Erreichen bestimmter Ziele bisweilen notwendig erscheinen. Da war die letzte Woche schon die Warnung mit drin. Achtung, Achtung, was ihr hier macht, ja, das könnte bös ins Auge gehen. Okay, und deine Karte, das sieht doch schon wieder etwas besser aus. Ja, vielleicht habt ihr auch Urlaub und geht mit den Kindern raus. Reiseurlaub, unterwegs sein, eine Busfahrt mit der Bahn, mit dem Auto, neue Ziele anvisieren, Ausland, Fernreisen, hier Tiere, die Fledermäuse, Hunde, dann in Bezug auf die Liebe, Partner, Partnerin will sich nicht festlegen lassen oder verlassen werden. Und Beruf, Geschäftsreise, Außendienst, Finanzen, Urlaubsgeld, Fremdwährung, Eigenschaften, entfernt, wechselhaft, entschlossen. Die Fahrt könnte ich hier ja, das Fahrzeug, das Schiff sein in Lennemond bedeutet das Schiff halt auch hier so ein bisschen die Geschäftsreise und die, ja, früher hat man mit den Schiffen Handel betrieben, ja, und für gute Geschäfte, dass es vielleicht doch auch in einer gewissen Art und Weise doch vorangeht. Zeitfaktor, Aufbruch, Dämmerung. Wichtig, jemand wendet sich von einem ab, kehrt einem den Rücken zu, dann pass auf, wenn das hier ein Vertragspartner sein sollte, dass er nicht mit deinem Geld abhaut. Ist alles schon vorgekommen. Die Karte kann auch dazu auffordern, vorwärts zu gehen, beziehungsweise zu denken und nicht zurückzuschauen. Die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Okay, ja, vielleicht ist auch so ein gewisser Umbruch im Leben zustande gekommen. Ja, also das sind definitiv die mystischen Lennemond-Karten, Quatsch, die mystischen Kipper-Lernkarten. Ich finde die richtig toll. Sehen wir jetzt von der Bildintensität lieber wie die anderen, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen heißen. Okay. Kommen wir zu der Liebeskarte und hier haben wir die Karte das Rollenspiel. Welche Rolle haben Sie zu spielen gelernt? Welche beherrschen Sie nicht? Welche Rolle spielt Ihr Partner und wo geraten diese Rollen in Konflikt? Mit dieser Karte werden Sie eingeladen, die Grenzen der Rollenerziehung und der eigenen Drehbücher hinter sich zu lassen. Ebenso die Probleme, die entstehen, wenn zwei Rollen nicht zusammenpassen. Erster Schritt. Hören Sie auf mit dem Versuch, Ihrem Drehbuch entsprechend zu handeln und zu reagieren. Zweiter Schritt. Finden Sie mehr über Ihr eigenes Rollentraining und das Ihres Partners heraus. Und nun lernen Sie einfach die Rolle Ihres Partners. Studieren Sie eine seiner einzigartigen Eigenschaften und integrieren Sie
in ihre eigene Rolle. Damit heben sie die Grenzen ihres Rollentrainings auf. Gleichzeitig entstehen mehr Möglichkeiten, ihre Themen zu bewältigen. Da hätte ich beispielsweise ein super tolles Beispiel, ja. Wie ich so in dem Teenageralter war, in dem Trotzalter, dann macht man ja so verrückte Sachen und es war Madonna gerade modern und die Madonna, die hatte abgeschnittene Jeans, ja, so zu Radlerhosen und die waren ganz bunt angemalt mit Herzchen und Kreuzchen und ja, müsste ich mal nachschauen, ob ich irgendwo nochmal ein Bild finde. Also irgendwie habe ich auch in letzter Zeit öfters dran gedacht, ja. Meine Freundin und ich haben einfach Jeans von ihrer Mutter, also die hat sie extra von den Amis mitgebracht, hatten wir abgeschnitten und ganz bunt angemalt. Und ach Gott, das war zur damaligen Zeit, ja, waren das da definitiv unsere Lieblingshosen, ja. Und ja, auch die Ketten für noch dazu anzuziehen, zu Like a Prayer, ja. Und war einfach genial, ja. Meine Mutter sah das. Normalerweise hätten die Eltern ja dann geschimpft, ah, das macht man nicht und so weiter. Erstens mal hat sie die Hosen ja nicht gekauft und dann geht die doch glatt hin, ja, und schneidet ihre Hosenbeine auch ab. Sie hat zwar die Jeans nicht angemalt, aber so, ja, warum eigentlich nicht, ne? Dann hat sie einem, so dem Trotzalter der Teenie-Zeit, einem richtig den Wind aus den Segeln genommen, ne? Das war keine schlechte Idee. Doch, muss man schon sagen, ne? Ein schlaues Mädchen. Okay, und Amors Botschaft. Bleib dir selbst treu. Okay, und deine Feenkarte, alles ist in Ordnung. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut und wundervoll werden. Toll. Die Feen wissen, dass du dir Sorgen über diese Situation und ihre Folgen machst. Und deshalb senden sie dir diese Karte, um dir zu versichern, dass alles auf vollkommene Weise im Rahmen der göttlichen Ordnung verläuft. Unternimm Schritte, um deine Sichtweise zu erheben und zu erhellen. Und um Herz und Geist von einer Bürde zu befreien. Gehe in der Natur spazieren oder wandern. Verbringe Zeit mit lieben Menschen. Treibe Sport oder mache Gymnastik. Oder freue dich an einem kreativen Projekt. Je mehr du in deiner Mitte bleiben kannst, von Vertrauen erfüllt, desto besser wird das Ergebnis sein. Zusätzliche Bedeutung der Karte. Schreibe deine Sorgen auf und dann führe ein kleines Ritual durch, indem du das Papier entweder verbrennst oder Wasser darüber gießt oder es in der Erde vergräbst. Das würde ja ganz gut zum Neumond passen. Ja, Neumond ist am Dienstag, glaube ich, gell? Wo man dann auch so kleine Wunschzettel macht. Ja, eigentlich wünscht man sich an dem Tag was. Und das, was man loswerden möchte, verbrennt man dann eher am Vollmond. Ja, aber wir können es ja auch mal so probieren. Ja, und ob ihr jetzt einen Rhein, die Weser oder ja, manchmal spült man es einfach die Toilette runter und gut ist, ja, die Asche meine ich. Sprich mit den Menschen, die mit der Situation zu tun haben
um die Tatsachen noch einmal genau abzuklären. Deine Sorgen könnten auf unzutreffenden Annahmen beruhen. Vielleicht hast du etwas falsch verstanden. Ja? Stelle sicher, dass du genug Ruhe und Muße findest und dass du gesund isst, weil körperliche Belastung zu Sorgen und Schöpfung führen kann. Also, falls es hier jetzt auch wieder sehr warm werden sollte, mach immer wieder Ruhepausen. Ja, setz dich in den Schatten. Manche Menschen sind dann einfach etwas überhitzt. Ja, trink was, kühle dir den Kopf, setz eine Mütze auf und tief durchatmen. Eine kurze Zen-Meditation. Und dann geht's wieder. Ja? Okay? Deine Engelkarte für diese Woche ist Magelei, Natur und Herzlichkeit. Ja, ich würde dir auf jeden Fall einen Schatten der Bäume und Wasser empfehlen, hier aufzusuchen. Sie sind jetzt offen, ehrlich, wohlwollend und folgen dem Impuls ihres Herzens. Sie möchten überall Freude und Harmonie verbreiten, stürzen sich mit ungeheurer Vitalität auf alle ihre Vorhaben, kreativ, fantasievoll und lebensbejahend. Durch ihre wohltuende Schwingung lösen sie bei anderen seelische Blockaden, sie wirken inspirierend und anziehend. Ihre Wärme und Hilfsbereitschaft beglücken. Sie verspüren den richtigen Augenblick, einen Plan in die Tat umzusetzen, so auch, als sie diese Karte zogen. Denn sie sind aufgerufen, in Einklang mit der Natur zu leben, auch mit ihrer eigenen, das heißt zum Beispiel, endlich offen ihre Wünsche zu äußern. Ängstliche Schweigen um des lieben Friedens willen sind Gift für Geist und Seele. Mögliche Gefahr, zu hoffen, dass sich der Erfolg ohne großen Einsatz einstellt. Magelei regt ihr geistig-seelisches Wachstum an und bringt die Quelle ihrer Kreativität zum Sprudeln. Tageskarte, entwickeln Sie mutig neue Ideen, auf Warnsignale des Körpers achten, nicht in eine Richtung streben, in der jetzt schon Blockaden sichtbar sind. Kommen wir noch zu unserer Ja-Nein-Vielleicht-Frage. Ich löse auf. Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Nein. Und hier haben wir das Ja. Na, das freut mich, ja. Für alle anderen, die vielleicht wissen wollten, geht mein Partner fremd. Und hier das Nein. Nein, dann ist es ja auch gut. Ja? Und passiert irgendwas Schlimmes? Nein. Super. Ach ja.
scheint vielleicht der Regenbogen noch zu kommen, ne? Nicht nur Sonne, sondern auch ein bisschen Regen. Wunderschönen Himmel. Beobachte ihn mal. Genieß einfach die Natur, das Wolkenspiel. Vielleicht seht ihr auch ein paar Farben. Und könnt ihr mir gerne in Facebook auf meiner Seite posten. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und würde mich freuen, wenn ihr mir die Daumen drückt, dass alles gut geht. Ich warte jetzt schon so lange und ja, 6 Monate und irgendwie war der Wurm drin. Hoffen wir, dass es jetzt endlich aufwärts geht. Ciao!